Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer historischen Ausgabe unseres Torgranate Talks, powered by Fronius. Denn Ralf, du hast Historisches erlebt in Freiberg. Es gab den höchsten Sieg einer osthessischen Mannschaft in der Regionalliga seit mehr als 60 Jahren. Die SG Barockstadt gewinnt 4:0 in Freiberg. Was hat dich am meisten beeindruckt? Also es gab ja so viele Aspekte, alle 4 Tore durch Neuzugänge erzielt. Am Mittwoch erst gespielt, 3:0 gewonnen und am Samstag so nachgelegt. Oder ohne Leon Pomnitz und Dominik Rumme gespielt. Also was ist das, was am meisten heraussticht? Also am meisten sticht heraus, dass das der souveränste Erfolg war. Da gab es noch das 5:0 gegen Aalen. Aber selbst das war nicht so klar wie das am Samstag. Die Jungs haben von der ersten Minute an Vollgas gegeben. Es war bullenheiß. Also da uns ist die Suppe im Stehen gelaufen. Und die Jungs mussten da unten rennen und die sind gerannt und haben Freiberg echt in der ersten Halbzeit müde gelaufen. Und ja, bevor das 1:0 fällt, nach einer halben Stunde, muss es schon vorher 1:0 oder 2:0 stehen. Also nach 20 Sekunden, ihr habt es ja vielleicht im Video gesehen, Marius Köhl, super Direktabnahme, das wäre ein tolles Tor geworden. Also das war von vorne bis hinten beeindruckend. Nach der Halbzeit war es ein bisschen, ja, die Jungs haben dann gesagt, passiv, waren auch müde, denke ich mal, nach dem Mittwoch und bei der Hitze. Aber trotzdem, ich wage jetzt mal eine Prognose, ich hätte auch zu 0 gespielt. Also so gut haben die vom Tor weggehalten. Ich hätte aber das 1:0 natürlich nicht so geil eingeleitet. Also viele hätte ich nicht kassiert, sagen wir mal aber so. Aber nur, weil die 15 cm Körpergröße fehlen. Oh, genau. Und den habe ich halt in der Breite statt in der Höhe. Das ist halt das Problem bei der Stadt. Aber war wirklich tolles Spiel von der Barockstadt. Ich bin echt angetan. Und ja, jetzt werden sie wieder erzählen, der graue Barockstadt-Fan. Ne? Das gleiche würde ich aber auch sagen, wenn hier unsere Gendarmenmannschaft aus dem Südkreis toll spielt, wäre ich genauso gut drauf und würde sagen, klasse. Also besser kann man es kaum machen. Was ebenfalls richtig klasse war und vielleicht auch historisch. Tobi, hast du schon mal gehört, dass ein Torhüter 3 Elfmeter in einem Spiel gehalten hat? Ich habe gestern Abend lange überlegt, aber mir ist niemand eingefallen. Also niemand. Also, ihr seid ja noch Jungfüchse, ne? Ihr seid ja echt noch junge Kerle. Ich habe auch überlegt. Das habe ich noch nie gehört. Nee. Also 3 gehaltene in einem Spiel habe ich noch nicht gehört. Ja. Also Niklas Kircher, Riesenrespekt. Ja, ne? Absolut. Und vor allem 5:1 in Oberzell da und dann 3 Elfmeter halten, klingt erstmal so, ja, alles gut. Genau, das ist das Thema. Ne? Zweimal wäre Oberzell in Führung gegangen. Einmal wäre es der Ausgleich, glaube ich, auch in der Schlussphase gewesen. Also Dortmund fällt einer ein. Respekt. Jetzt im Moment. Bitte. Markus Kolke, Hansa Rostock. Aber bei Elfmeterschießen. Ja, das wäre jetzt mal eine nächste Aussage gewesen. Ja. Passiert ja selbst im Elfmeterschießen normalerweise nicht. Wobei das natürlich auch 3 hintereinander waren. Also das war auch herausragend. Aber trotzdem, im Spiel ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Ja, also Chapeau, Torgranate der Woche. Vielleicht... Ja, also wir entscheiden es verdient. Ja nicht, ne? Wir entscheiden es ja nicht, aber ja, du bist schon Favorit, würde ich sagen. Dabei bist du auf jeden Fall, hast du gesehen. Liegt jetzt an deinen Fans. Ne? Ja. Somit auch guter Saisonstart des TSV Künzell, 7 Punkte. Wer auch einen richtig guten Saisonstart hingelegt hat, neben Vorjahresvizemeister Freien Steinau aus Großenlüder. Brauchen wir gar nicht so viel über das Spiel reden, aber dass Großenlüder in der Nachspielzeit gegen Petersberg noch den Siegtreffer erzielt hat, auch 11 Meter, das wird uns begleiten in diesem Format heute. Ja, Großenlüder, was ist drin? Ist das eine Mannschaft, die vielleicht auch in die Top 5 reinstoßen kann? Boah, schwer zu sagen. Also von dem Spiel gestern her würde ich sagen, nein. Glaube ich nicht, aber sie sind eine Truppe, sie sind eine Mannschaft, das ist ja schon mal ein ganz großer Vorteil. Und sie haben gefightet, sie wollten das 2:1 unbedingt, toll war es nicht, aber auch da muss ich natürlich sagen, ey Leute, da unten waren 35 Grad, Bullenhitze, ich war oben beim Filmen einfach froh, wo es vorbei war, die hatten meinen Sonnenschirm hingestellt, ich hatte mein kaltes Wässerchen aus der Kühlbox, alles okay, aber ich wollte kein Fußball spielen am Sonntag. Ne? Also deshalb schwer zu sagen, ob die oben, wie das ist bei normalen Umständen, schwierig. Wage ich keine Prognose. Ja. Ne? Da war der Elfmeter in der letzten Minute drin. Wo der Elfmeter in der letzten Minute nicht drin war, war beim Spiel der SG Hildersheim-Simmershausen gegen die TSV Bachheim. Für mich auch so ein bisschen das... Ja, vielleicht verrückt ist der Ergebnis, wenn man jetzt generell mal die Kreisoberliga Mitte nimmt. Was beeindruckt dich da am meisten? Hofbieber, die einzige Mannschaft, die bislang verlustpunktfrei durchgekommen ist. Pilgerzell noch ohne Gegentor, für mich auch wirklich eine sehr, sehr starke Bilanz nach 4 Spielen. Was ist das, was für dich am meisten heraussticht? Vielleicht doch Bachrhein, die nicht so wirklich in die Saison kommen. Auch, ja. Könnte auch. Also es gibt viele Mannschaften, die das auf der einen Seite gut machen, auf der anderen Seite schlecht machen. Hilders... Ich habe mit Franz Paulschi telefoniert, der hat gesagt, ey, hätten wir das Ding in Schlitz nicht vermasselt am Freitag, da wir verlieren 1:0, dann hätten wir 10 Punkte aus den ersten 4 Spielen, dann wäre ich hier überglücklich. Hat er mir gesagt, als er gestern Abend noch beim Italiener in Hildos saß. Hattest du noch Zeit für den Italiener? Nee, er. Ach, er nur. Ach, du saßt ich habe nur telefoniert. Ach, telefoniert, okay.
Aber das, du hast es ja angesprochen, es war so ein typisches irgendwie, wahrscheinlich passt das zu der Bachrheiner Saison bislang. Du kassierst das 2-0 von Hilders in der 93., machst aber in der 95. noch das 2-1 durch Marius Müller und kriegst nochmal zwei Minuten später in Elfmeter. Und Franz Vollsch hat gesagt, ey, da bin ich vom Glauben abgefallen. Du machst in der Nachspielzeit, das Ding ist durch. Und dann auf einmal stehst du da und denkst so, scheiße, jetzt Marius Müller, der hat zweite Liga gespielt, der macht das Ding problemlos rein. Und dann kommt ein Samuel Bau und er muss ihn anscheinend überragend gehalten haben. Also waren stark geschossene Elfmeter und Samuel Bau hat alles rausgeholt und hat das Ding festgehalten. Da würde ich gerne zwei Sachen so anmerken. Einmal Samuel Bau, den habe ich gesehen in Schmalnau-Hettenhausen. Da hat er einen Kopfball von Marko Novakovic über die Latte gelenkt. Das war unfassbar. Also das war unglaublich, wie der den holt. Das war ein wuchtiger Koffer. Der kam mit Carraro, Weltklasse gehalten. Und würde gerne was zur Nachspielzeit sagen. Es ist natürlich, haben wir ganz viele Spiele, die in der Nachspielzeit entschieden worden sind. Aber wir haben natürlich auch viele Trinkpausen. Ne? Und dadurch haben wir natürlich überall die lange Nachspielzeit. Also es ist ganz normal, dass da in der Nachspielzeit viele Entscheidungen gefallen sind. Ne? Frauen waren, glaube ich, 13 Minuten, 11 Minuten, ja, das Endspiel. Ja, das war völlig irre, allein mit der Elfmeterentscheidung schon. Genau, ja. Ne? Und jetzt auch hier bei uns im Kreis war ja alles Nachspielzeit. Also durch die Trinkpausen ist halt logisch, dann fallen halt die Tore 90 plus 5, so vielleicht regulär 90. Ja, ja. Aber die Trinkpause waren auch bitter notwendig gesagt. Absolut, absolut. Ja. Ich fand es sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das sowieso grenzwertig, die Jungs bei dem Wetter auf den Platz zu schicken. In Großenlüder war die Bitte der Trainer, doch nicht auf der Seite von der Tribüne zu sitzen, weil sie da in der prallen Sonne sahen, sondern sie würden sich gerne rübersetzen mit einer Bank, mit einer Bierbank rüber auf die andere Seite in Schatten. Abgelehnt wurden vom Schiedsrichter, weil da angeblich keine Coachingzone ist. Ich scheiße auf die Coachingzone. Was ist denn wichtiger? Coachingzone oder Gesundheit? Ja. Also, sorry, da habe ich kein Verständnis für. Wir haben ja viele Plätze, die wo es kaum schattige Plätzchen gibt. Also ich war in Langenschwarz gestern. Ich habe morgens noch den Verantwortlichen von Kiebelskron Rodenkirchen geschrieben, oh, habt ihr vielleicht irgendwie ein schattiges Plätzchen in Langenschwarz? Ist schwierig bei uns, ne? Da hast du einen Sportleim vorne, aber da siehst du halt auch nichts. Was habe ich gemacht? Ich habe mich die erste Halbzeit auf die eine Seite gestellt, die zweite Halbzeit auf die andere Seite, dass ich von beiden Seiten gleichmäßig beleuchtet wurde. Aber ansonsten hätte ich, glaube ich, hier eine rote. Man muss vielleicht Seite. Auch ganz einfach mal sagen, schiebt doch die Spiele bei so, die Temperatur war ja angesagt. Sei doch ein bisschen flexibel, schiebt die Dinger doch mal auf 10 Uhr morgens. Ne? Auch sonntags morgens um 10 kannst du spielen. Dann gehst du halt am Samstag in die Kirche. Ne? Ein bisschen also, später ne? das Dorf. Spiel stattfinden lassen geht auch, gegen Abend, das macht es uns natürlich ein bisschen schwieriger. Für uns macht es schwieriger, aber das möglich. Bringt nicht viel, weil es natürlich um 6 Uhr noch genauso heiß ist wie um 3. Ja, aber bei 19 Uhr, wenn du da spielst, dann ist das schon eine vernünftige Zeit. Halb 9 ist Finish mittlerweile, du musst 18:30 spielen. Es sind einige Spiele, übrigens am Freitag noch ganz toll, um 19 Uhr angesetzt in der A-Liga. Da sind wir mal gespannt, ob das so bleibt und wie viele Abbrüche wir am Freitag haben werden. Ich würde sagen, liebe Glasenleitung, macht euch nochmal Gedanken um die Anstoßzeit. Aber perfekte Überleitung, Freitagabend A-Liga, Tobi, du warst bei der Partie, dieses Rhön-Derby, SG Ulstertal gegen Spielvereinigung Neuswarz. Für jemanden, der vielleicht nicht aus der Rhön ist, sag mal, was das für eine Bedeutung hat, dieses Spiel. Ich meine, mehr als 300 Zuschauer in der A-Liga, schon mal eine überragende Kulisse. Und sag mir auch mal, was diesen Neuswarzern zuzutrauen ist, als Aufsteiger so eine Saisonstart hinzulegen, jetzt auch dieses Derby so klar zu gewinnen, Respekt. Das war ein Abend voller Geschichten, also wirklich unglaublich. Zuerst würde ich es nicht als Rhön-Derby bezeichnen, sondern vielleicht eher als Ulstertal-Derby. Mhm. Dann, wir haben das Ergebnis kennen wir, 5-2 für Neuswarz. Sie stehen danach im Kreis zusammen und singen, wir sind die Nummer 1 der Rhön. Dann habe ich danach gesagt, Jungs, ja, kann man vielleicht so machen, aber es gibt noch Ehrenberg und Elders und was da so alles noch ist. Sing doch einfach, wir sind die Nummer 1 der Stadt Tann. Was haltet ihr denn davon? Weil dann hast du der SG Ulstertal nochmal so ein kleines Eins ausgewischt. Ne? Weil, also für jemanden, der das nicht kennt, Ulstertal, eine Spielgemeinschaft bestehend aus Tann, Labach, Neuschwambach und Wendershausen. Ich glaube, Habe ist auch noch dabei. Und dann kommt so das kleine Tannauer Ortsteildörfchen Neuswarz, 220 Einwohner. Du hast ein Spiel am Freitagabend vor 310 Zuschauern, habe ich geschrieben. Ich habe es grob durchgezählt, das waren mindestens 300. Und das macht einfach Spaß. Also das ist auch, Pascal Ewald als Verlierertrainer hat es richtig gesagt. Wir kommen hier nicht her, weil wir Verbandsliga-Fußball spielen können. Also hier kommt niemand her, weil er schön Fußball, sage ich mal, sehen will. Sondern er kommt her, weil hier Derby-Feeling ist. Jeder kennt den anderen, jeder Zuschauer hat mit dem anderen Zuschauer wahrscheinlich schon mal ein Bier getrunken, jeder Spieler hat untereinander schon mal ein Bierchen getrunken. Die haben danach zusammengestanden bis nachts um 2. Deshalb spielen wir doch Fußball. Ehrlich nicht alle. Fußball, zum Beispiel ne? Patrick Fischer, der muss um 6 Uhr bei der Frühschicht sein. Der hat ein bisschen eher aufgehört. Du bist nie alleine. Es ist immer jemand da, der dir hilft. Das wird halt bei Fronius tatsächlich gelebt. Das war auch für mich mit der erste Grund, warum ich wusste, dass ich hier bleiben will.
Aber das ist ja genau das, warum wir den Amateurfußball so lieben. Ja, und es ist schön, dass die Zuschauer das zurückzahlen. Wo man das auch sagen kann, ist Weidenhausen, um jetzt nochmal in den höheren Fußball zu springen, in der Hessenliga. Da waren es auch wieder mehr als 400 Zuschauer gegen Steinbach. Tolle Kulisse. Unfassbar. Colli, wir schicken Colli nach Weidenhausen. Ja, zum allerersten Mal. Genau, wirklich. Und da gibt es 0-0. Also ganz ehrlich, ich hätte nochmal nachgucken müssen. Ich glaube, das ist über 60 Jahre her, dass da oben ein Spiel 0-0 ausgegangen ist. Das geht ja gar nicht. Dann freue ich mich, nie wieder hinzufahren. Und das Lustige ist, kann man glaube ich sagen, dass wir noch in der Besprechung am Montag zusammengesessen haben und Colli und ich haben uns so leicht geprügelt, wer da nach Weidenhausen war, weil wir mega Bock beide drauf hatten. Und aber ich kann euch sagen, Colli ist ein Seuchenvogel, weil wir hatten vor einer Woche das Thema, filmen wir Langenbiber gegen Hoffbiber 2. Und dann sagt der Colli, Mensch, ich war da letztes Jahr 0-0. 7-3 ging es aus. Also wir können fest davon ausgehen, ab sofort fallen wieder Tore bei Weidenhausen. Ja, also es liegt an mir. Ich hatte trotzdem Spaß mit dem Spiel und ich war auch beeindruckt, was dann so ein bisschen danach passiert ist, weil Peter Paljatka wirklich Worte gewählt hat, die man ja in der Form, glaube ich, auch nicht von ihm kennt. Zu seinen eigenen Spielern gesagt, sie meinen, sie wären was Besseres, lassen sie nichts sagen. Tobi, das ist schon sehr alarmierend und sehr deutlich in den Aussagen. Kenne ich auch so von Peter eigentlich gar nicht. Also Peter ist eigentlich immer der, sich auch vor seine Jungs stellt, immer versucht, das Kollektiv hinauszuheben. Und deswegen hat es mich sehr überrascht, als ich das dann gelesen habe. Aber du warst ja näher dran. Also ja, und um das auch mal so ein bisschen mitzubekommen für den Zuschauer, der da jetzt vielleicht nicht am Sportplatz war. Es war jetzt nicht so, dass ich ihm irgendwas in den Mund gelegt hätte, sondern wir haben ganz normal gesprochen und auf einmal hat er losgelegt. Also ich glaube, da ist einfach so ganz viel von ihm abgefallen, weil er sich einfach mal ein bisschen von der Seele reden musste. Also ich war sehr überrascht und ich bin dann, der hat dann später nochmal ganz normal weitergeredet und dann musste ich natürlich nochmal auf den Punkt zurückkommen, was er dann gesagt hat, weil das in der Form finde ich schon sehr alarmierend. Ja, und ich glaube, gerade als Steinbach, dieses Kollektiv hat dich immer stark gemacht. Wir wissen, dass wir eigentlich über unseren Verhältnissen spielen, aber weil wir als Team auftreten, sind wir so stark. Und wenn sie da nicht hinkommen, dann wird das, glaube ich, in diesem Saison dieses Hessenliga-Kapitel einfach zu Ende gehen. Aber ich finde das gar nicht so alarmierend, Colli. Ich finde das gar nicht so alarmierend. Ich finde, das eigentlich ist vielleicht genau der richtige Moment, um mal raus aus der Komfortzone, ne? Raus aus dem alles ist toll und alles ist schön, sondern einfach einmal sagen, so Jungs, und jetzt ist ein Punkt erreicht, reißt euch den Arsch auf. Mhm. Ne? Ja, das habe ich in meinem Kommentar auch geschrieben, ne? Warnschuss zur richtigen Zeit, ich glaube, so habe ich es genannt. Jetzt ist noch genug Zeit, um diesen Saisonstart mit 2 Punkten aus 4 Spielen in was Positives umzuwandeln, aber vielleicht muss das jetzt auch erstmal bei den Spielern ankommen, dass es so nicht weitergeht. Und ich hoffe, dass auch die Jungs das dann alle wirklich mitnehmen, jetzt in diese ganze Woche. Du hast eine kurze Trainingswoche, Freitag schon das Spiel gegen Hanau, glaube ich. Dann, also wirklich, jeder soll sich selbst hinterfragen, selbst mal auf den Hinterkopf vielleicht ein bisschen klopfen und jetzt sagen, okay, jetzt zeigen wir am Freitag, was eigentlich wir selber alle können. Absolut. So ein bisschen mehr in Richtung Hünfelder SV gehen vielleicht, die weiterhin ungeschlagen sind als Aufsteiger, jetzt sogar beim Vizemeister Gießen einen Punkt mitgenommen haben. Also wir können das heute ein bisschen kürzer behandeln, weil Johannes, der sich das Spiel angeguckt hat, nicht da ist. Aber Respekt vor diesem Saisonstart. Komplett. Sind wir mal gespannt, wer da vielleicht noch in die Hessenliga vorstoßen kann. Wenn ich mir die Verbandsliga Nord-Tabelle nämlich angucke, dann sieht das schon wieder sehr gut aus, aus hessischer Sicht. Mit Barockstadt 2 und Bad Soden, 2 Mannschaften, die den perfekten Saisonstart hingelegt haben. Mhm. Du hast dir Barockstadt 2 angeguckt, eine irre Schlussphase. Mhm. Und du musst mir nochmal was zu dem Torschützen erzählen, der da ja so ein bisschen geschädigt aus der Nummer rausgegangen ist. Marlon Poch, Junge, gute Besserung schon mal von hier. Ich glaube, da muss man mit der Geschichte vom Spiel anfangen. Das war 86 Minuten, ein ganz normales, unspektakuläres Fußballspiel von einer jungen Mannschaft gegen eine recht ausgewuffte Mannschaft. Und die ausgewuffte Mannschaft aus Sandershausen, man hat so das Gefühl gehabt, die machen das noch. Also die irgendwie ziehen die das Ding noch. Also es war sehr ausgemacht und dann kam die 86. Minute, Ecke, Kopfball, Tor und da war es passiert. Und dann haben die Jungs natürlich gefeiert und rumgeschrien am Platz und haben sich tierisch gefreut. Und für mich war das die Entscheidung. Also ich habe nie gedacht, dass die überhaupt noch einen Ausgleich schießen, die Barockstein. Dann machen die einen Ausgleich durch Ronaldo Zenuni. Das war schon ein bisschen überraschend und dann nimmt das Ding so eine Eigendynamik auf. Marlon Poch wird eingewechselt und dann kommt dieser Freistoß rein, der Ball kommt hoch, Marlon Poch steigt zum Kopfball und auf einmal liegt das Ding drin und Marlon Poch liegt um. Riesenjubel, jetzt hat natürlich Barockstadt abgefeiert, ich sind alle auf den Platz gerannt, das war auch geiler Teamgeist, hast du gesehen, also da ist auch schon wirklich, da wächst auch was zusammen gerade. Und ich habe das aber mit dem Marlon Poch gar nicht so dramatisch erstmal vernommen. Der saß dann nachher noch da, wurde ein bisschen behandelt, wurde ein bisschen das Genick gekühlt und bin los, wir haben ja dann auch keine Zeit nach dem Spiel, denke ich, okay, hat sich wehgetan. Jetzt habe ich mittlerweile mitgekriegt, dass wohl die Nase gebrochen ist
Und der Eiskoffer, wo er gekühlt wurde, der muss wohl rot gewesen sein, komplett rot. Also er muss richtig sich wehgetan haben. Er ist wohl gegen die Schulter beim Kopfball. Der eine hoch, er runter und gegen die Schulter. Und ja, aber es war es wert. Also es war es wirklich wert. Sorry, das war ein ganz wichtiger Sieg für die Moral auch in der Besetzung, weil ja auch viele Leute gefehlt haben, die schon mit in Freiberg waren zum Beispiel, ne? Und also Respekt, auch die zweite Mannschaft macht Spaß zuzugucken. Ne? Mhm. Also war wirklich, Zenuni hat mir sehr gut gefallen zum Beispiel, hat das 1-0 überragend vorbereitet. Natürlich ein bitterböser Fehler, aber du musst erst mal so nachsetzen. Er hat nachgesetzt, hat sich Ball erobert, quer gespielt, Müller, ich muss ihn nur noch reinschieben. Klasse, also wirklich willenstechnisch gibt es da nichts dran zu meckern. Mhm. Klasse lief es auch für Eiterfeld-Leimbach, die sich denken, den Kollmann immer mehr Lügen zu strafen. Damit kann ich sehr gut leben. Ich freue mich für euch, keine Sorge. Wollen wir das nochmal kurz aufgreifen? Oder? Ich glaube, das lassen wir heute mal. Abschließend möchte ich nämlich mit dem SV Fliegen und einem Tor vom Anstoßpunkt, Sebastian Alles. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dass ein Spieler einen Ball direkt vom Anstoßpunkt ins Tor schießt. Auf sämtlichen oder Instagram, YouTube-Videos ja, aber nicht in unserer Region. Nee, also so nee, habe ich hier auch noch nicht gesehen, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, also ich finde sowieso, dass Sebastian Alles genau für das Fliegener Spiel das fehlende Puzzlestück sein kann, um vielleicht auch den ganz großen Coup dieses Jahr zu schaffen, weil das ist ein überragender Spieler und genauso einer, der ihnen gefehlt hat in der Zentrale. Ja, und ich finde es dann halt auch geil, Mike Gaul, wir kennen ihn ja auch alle und das macht immer Spaß, mit ihm zu reden. Welche Aussagen er dann so tätigt, er sagt dann, es war der Einzige, der den PC anhatte. Ich glaube, das ist auch sowas, wo du nie drauf kommen würdest, das zu sagen. Ja, und damit schließen wir ab. Also wir machen jetzt auch den PC an, die Kamera aus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, uns hier ein bisschen zuzuschauen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.